Was geht, Freunde? Wir sind wieder am Start. Neues Video, wir sind in Polen. Es ist ein bisschen Zeitblase. Was wir gleich einblenden, ist eigentlich vor zwei Tagen passiert. Vorgestern passiert, genau. Also es ist jetzt Sonntag, letzter Tag. Es ist chaotisch hoch 500. Also wie gesagt, wir sind auf dem Ultrace Polen in Wrocław. Also das ist Breslau, ne? War das, Digga? Ja. Breslau, jawohl, Breslau. Und genau. Karren hier komplett geisteskrank. Wir müssen aber jetzt noch schnell unseren Stand aufbauen. Die Messe fängt in 40 Minuten an und wir müssen noch alles filmen. Also, weiß jeder, schaffen wir gar nicht. Deswegen ganz kurzes Intro. Also, wir gehen gleich knackig durch, suchen uns ein paar Autos aus, sagen darüber was, checken was. Wir haben noch ein paar geile Aufnahmen, wo wir rund umgelaufen sind. Aber wir hatten gerade noch einen Vorfall, der Freitagabend passiert ist, dass wir am Auto, am Puma, was nachlackieren mussten. Das seht ihr jetzt. Der erste Motor schon auf die TDP gestellt, 5 Kilometer. Yes. Mikro an, funktioniert, hast du schon gehört. Bing, bing, bong, bong. Ist der. Freunde, wir starten eigentlich das Video erst morgen. Wir sind am Ultrace angekommen. Erster Abend im Aufbau. Und ja, Puma stand ja im Trailer. Die Klamotten in den Boxen waren auch im Trailer. Und schlechte Abdeckung, ich sag jetzt nicht, warum, Heiko. Und keine Decke drüber gelegt zwischen Kartons und Auto. Und deswegen. Rausschneiden. Nein, drin lassen. Und aus dem Grund haben die Kartons an den schwarzen Dings hier, an den schwarzen Leisten gerieben. Und jetzt ist das schwarz matt natürlich ab an den Stellen. Jetzt sieht man roten Lack und abgeschürft und ein bisschen Schrott. Und jetzt waren wir im polnischen Baumarkt. Guck mal her. Und jetzt haben wir hier das professionelle Fahrzeuglackierungskit, haben wir uns jetzt organisiert. Ja, und jetzt machen wir hier gleich auf spontan, komm, wir gucken mal, wie das hier aussieht. Also nicht so geil und hier auch. Ja. Nee. Genau, und jetzt machen wir das hier so auf spontan, dass es halbwegs cool aussieht oder dass es zumindest auf Bildern nicht mehr so schlimm aussieht wie aktuell. Jetzt geht's mal los. Ich bin Pascal, der Kameramann. Wir haben jetzt einfach. Halt mal, so geht das so? Ist das fokussiert? Heiko macht jetzt auf ganz spontan. Wir haben jetzt einfach die Folie drüber geknallt. Vorne erst abgeklebt, die zwei Leisten. Und jetzt, er ist gelernter Lackierer, ne, Maler einfach. Deswegen täglich Brot bei ihm. Jetzt machen wir oben und unten schön. Bisschen Spray. Er ist gelernter Schwarz. Kompletter Chaot. Digga, für Geld mache ich alles. Arsch, Digga, Ultrace. Hier Breitbau Porsche. Hier, Alter, nur weiße Autos. Ferrari, alles. Ferrari Testarossa vor mir und er nimmt mit Schwarz-Matt, Digga, lackiert zwischen allen Autos. Schöner Wind, schöner Lacknebel. Morgen ohne Zähne, Brille als Kontaktlinse geboxt. Ciao. Jeder hat mich weggeballert. Junge. Was hat er gerade gemacht? Schatz, komplett auf die Folie geklebt. Ja, okay, denn? Das hast du mal rausschneiden, glaube ich. Gelernter Vollkaul. Digga, die schlammen hier gleich alle aufs Maul mit ihrer Outdoor. Vom Ferrari gelacht, alles. Pascal, sollen wir vielleicht den Patrick anrufen? Komm, ich übernehme. Danke. Sollen wir den Patrick anrufen? Digga, ist das überhaupt hell genug? Das ist so dunkel auf der Kamera. Die Kamera kann alles. I hope so. Jonas muss ja alles editieren dann. Nee, Gott sei Dank ist es windstill. Ja, Mann. Digga, das mehr Polen geht nicht, Alter. Komm. Sieht doch gut aus. Nee, er will den Nase. Hey, Alter. Weiter so Nasenbahn. Wir machen mal keinen Nasen, gell? Nö, so ist doch top, Digga. Also, ich denke, wir machen doch nur die kleine Nummer. So ist auf jeden Fall, denke ich mal, es wird keiner mehr merken. Jetzt machen wir auf ganz entspannt. Wir sehen uns morgen wieder in aller Frische, in geilem Licht und dann zu allen Autos. Ciao. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Das war unsere ganz spontane Lackier-Action. Wir laufen jetzt eine Runde mit euch zusammen. Wir sehen uns gleich an den Autos. Also wir sind weg. Wir haben jetzt den Stand komplett aufgebaut, laufen wir später noch vorbei. Wir sind jetzt direkt vor dem Hauptbild, vor dem geilsten Bild eigentlich von dem Ultrace.
hier oben auf diesem Podest würde ich sagen, absolut Champions League. Also eigentlich müssten wir hier jedes Auto, also ja, eigentlich müssten wir hier einen Kinofilm rausdrehen mit gefühlten, keine Ahnung, 2 Stunden Drehzeit oder so. Ich würde sagen, wir gehen einfach auf Autos ein, die wir jetzt die letzten, die am Soga jetzt nicht waren und die auf der XS nicht waren. Also es sind tatsächlich ein paar Autos aus dem Osten, die wir sonst noch nicht so auf dem Schirm hatten. Ich würde sagen, die suchen wir uns jetzt mal. Und dann, also hier mal noch ganz kurz im Background, Schäfchen mit seinem 34er GTR, aber wieder komplett übertrieben mit seinen Rallye-Lampen vorne als Beleuchtung. Auf dem Trailer einfach gar nicht abgeladen, einfach mitten reingefahren mit dem Raptor. Ich denke, das ist okay, das kann man schon so machen. Komm, lass mal gucken. Wir gucken erstmal die neue Corvette an. Also Top Secret, die neue Corvette, also von Top Secret umgebaut, die Corvette, die C8 müsste das sein. Ich fühle das Ding übertrieben, Form, geisteskrank. Das ist halt Serie schon ein brutales Auto. Geht mir sehr, sehr gut rein. Folgen, joa, hätte ich eher 3 Teile drauf gemacht, aber an sich ein Auto, wo ich mich auf jeden Fall drin sehen würde, wenn es nur 20% zu viel kosten würde, dann könnte ich mir das leisten, dann wäre das auch eine Bude für mich. So, komm, pass auf, wir checken jetzt mal hier. Mo, by the way, mit dem 911er. Der ist, by the way, auf den, bei den Top 16 vom Event. Der Puma hat es, glaube ich, leider nicht geschafft, aber ich habe mir ein bisschen Hoffnung gemacht, weil ich letztes Jahr so ein bisschen angeteasert habe und die alle so, ey, geil, krass, bla bla bla. Dann bin ich hierher gekommen, dachte ich mir, Digga, maximal Top 100. Komm, wir machen erstmal Honda NSX. Aber nicht nur irgendeinen, Digga, das Ding, den, es, hier stehen 3 Honda NSX, muss man sich mal vorstellen. Das ist ein Auto, was sonst echt nicht so häufig zu sehen ist. Das hier ist mein Highlight, absolut. Also das ist für mich der krasseste überhaupt. Heckspoiler finde ich brutal, der ist aber voll Carbon. Heckstoßstange Ansatz. Guck mal die Endrohre, wie das alles liegt. So, Digga, komm mal her. Motorabdeckung hier, komplett alles Carbon. Dann fühle ich dieses Anthrazit vom Felgenstern, passt, harmoniert mega gut mit dem ganzen Carbon. Motorhaube komplett voll Carbon. Das Ding ist für mich von den dreien, die hier steht, ist das mein Favorit. Also fliege ich komplett weg. Schon nächstes Ding, Digga, S15. Pff, ist halt gar nicht Japan, Kirmes und so, ne? Ist halt eher sehr, sehr clean gehalten. Aber da, Digga, da fliegt mir alles aus der Hosentasche. Das Ding ist, boah, Chef, einfach nur Chef. Krank, oder? Krass, genau, Mann. Mega geil. Was haben wir noch? Was kennen wir denn noch nicht? Boah, hinten der Porsche, den will ich noch checken. Der Puma steht hier im Background, also auch einen sehr, sehr guten Platz bekommen. Geht ein bisschen unter, weil das Ding so klein ist, so zwischen allen anderen Autos. Chef, Farbe krank, Räder krank, sehr, sehr clean. Ach, Digga, das sehe ich ja jetzt erst. Guck mal hier, das auf der Scheibe. Dieser Windabweiser, aber so ein bisschen auf Race-Style oder so, keine Ahnung. Wer das so krass hatte. Und dann auch Motorsport 336 IS. Ich habe keine Ahnung, was er da reingeworfen hat für eine Maschine. Aber Digi, Respekt. Also das Auto sehr, sehr clean gebaut, auch sehr gut von der Qualität. Hat es auf jeden Fall verdient, hier oben auch auf dem Podest zu stehen. Aber ich weiß es nicht, ob, kann sogar sein, dass das Auto nicht in Top 16 ist. Ich weiß es aber nicht. Dann haben wir einen Ferrari, den habe ich letztes Jahr hier zum ersten Mal gesehen. Den 348 vom Alex. Diesmal mit Roti vom Rädern. Ich muss sagen, persönlich haben mir die BBS ein bisschen besser gefallen. Aber das fetzt natürlich auch krank. Das andere war ein bisschen mehr Bling Bling, das ist ja ein bisschen so mehr mein Style. Finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geil. Aber das andere wäre ein bisschen mehr so meine persönliche Note. Aber trotzdem auch, ich glaube, der ist auch nicht in Top 16 und das ist ein Monsterbrett. Vor ein paar Tagen bei Instagram gesehen zum ersten Mal und das Ding hat mich richtig gekickt. Er hat vorne Turbofans, also so Fans drauf, aber nur im Stern drin und dann auf Trichterbetten. Habe ich noch nie gesehen so irgendwie. Finde ich aber, also eigentlich ist es nur Optik, weil macht so gar keinen Sinn, weil eigentlich zur Bremse alles verschlossen ist. Aber von der Optik finde ich es hammergeil. Das Ding mega clean, sehr schöner Stance, rundum ein brutales Bombenauto. Eigentlich ist das komplett zu. Mhm.
schon geil, Alter. Aber lass das. Wie sie staubsaugen da. Wie viel Kohle, wie viel Arbeit da drin steht. Das Auto für mich absolute Perfektion. Vom Interieur, da dahin kommen wir schon, vom Interieur, außen, Details, Räder, Stand, Digga, das Ding. Also ich finde eines, ach nee, es ist schwer zu sagen, ich kann nicht sagen, es ist eins der krassesten Autos. Ist nicht schlimm, dein Auto, du darfst ruhig crashen, Digga. Absolut, komplett Endstufe. Krasser kannst du Karren gar nicht mehr bauen. Und das ist halt eigentlich so hier das Level von den Hardcore-Kisten. Ne? Also das ist absolut komplette Freakshow. Ich bin hier so in der Welt versunken. Ich gucke hier links, rechts. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Erstmal hier ein ganz alter, was ist das? Das war eigentlich 5er BMW, ne? Ich glaube, aber da bin ich schon wieder raus. Da ist so viel Spoiler und was ist nicht. Also richtiger Rennwagen direkt davor. Für mich der absolute Übermurcielago. Also Carbon, wohin das Auge reicht, Scheinwerfer innen sogar. Das Ding wird auch richtig geballert. Der stand noch letzte Woche in England bei Goodwood. Die Karre, boah, da ist alles vorbei. Ist auch Rechtslenker, wie gesagt, ist ein englisches Auto. Aber das ist auch Vollendung. Also mehr geht einfach nicht. Und das ist halt hier einfach das Level. Und da sind nicht nur zwei, drei Autos, da sind locker 20 Autos auf so einem Level. Wobei, das ist schon Endgame, aber das ist hier einfach viel zu krass. Die Kiste ist auch etwas viral gegangen, muss ich sagen. Wieder 911er und ja, 997, aber ein Breitbau, sowas hast du noch nicht gesehen. Also nichts aufgeschraubtes, kein Bodykit, kein Pandem, Rocket Bunny, was weiß ich. Alles in der Karosse. Es ist schon ultra Widebody. Es ist mir schon fast ein Tick zu breit, aber überleg mal, sowas zu sagen, zu breit, dann kannst du dir erstmal vorstellen, was hier abgeht. Guck dir mal das Außenbett an, auf der Vorderachse allein schon. Interieur extrem modern gemacht, auch mit einem neuen Lenkrad und so und alles vom Stoff, vom Sitz angepasst ans Außendesign. Sehr, sehr, sehr geil gemacht. Auch vom Heck dieser Ducktail, richtig gut. Mit der Aufschrift, also ich finde das Auto auch mega, mega sexy gemacht von der Qualität. Und guck mal einfach hier die Verbreiterung von, wo das Auto eigentlich aufhört. So hier, guck mal. Den Beetle von JP, der ist auch sogar unter die Top 16 gekommen. Den haben wir aber auch schon ein paar Mal gesehen. Nebendran steht einfach so daneben von Ruben, von Dr. Crazy, Grüße ins Saarland, der Audi RS2. Ja, aber mit Prior-Breitbau sehr, sehr, sehr schön. Und vor allem steht das hier am kompletten Roti vom Stand. Und das ist so mega gemacht. Also Mischkulnik, Roti-Form-Design, brutal als Zapfsäulen und so. Das komplette Game hier ist so ausgefuchst, die haben so Vollgas gegeben. Andere Nummer. Jetzt gehen wir mal weiter ins Infield sozusagen, eigentlich nach hinten, wo nicht mehr diese kranke Nummer, wie hier vorne alles zusammensteht, aber da picken wir uns auch richtige Bomben raus. Hast du auch schon bei dir echt Angst, dass du irgend so Lip abdrehst. Dann neben Puma, das haben wir eben noch gar nicht gefilmt, der ist auch in den Top 16. Das ist halt, die mögen es breit hier, würde ich mal so behaupten. Also das Ding ist auch ein Wahnsinns-Breitbau-Bomber, muss ich sagen. Mir gefällt der Gelbe ein bisschen besser, aber das Ding auch Endstation. Auch von vorne. Von vorne siehst du auch mal vom Scheinwerfer nach außen. Alter, das ist so ein Stück. Das sind 25 cm breiter. Guck mal, Digga, das ist... Normalerweise sind die Scheinwerfer außen am Rand vom Auto. Ich finde, die sind hier fast in der Mitte noch drin. Das sieht so crazy aus. Oh, boah, Digga, ja. Ich will hier ein Auto filmen und ich sehe schon wieder 5 andere und verliere schon wieder alle Worte. Also Pontiac Fiero, aber der hat auch das Spiel einfach durchgespielt. Von Flügeltüren über komplett Innenraum, alles zerflext, anders zusammengeschweißt und Käfig und Bügel und hier und da. Carbon, Digga, da ist die Sitze, das ist ein Raumschiff. Ich glaube, da kann man sowieso gar nicht genug zu sagen. Film hier mal drüber, Digga, das Ding zerf***t mich auch schon. Seit im letzten Jahr schon. Oh, Digga, mach hier Delfin drüber oder irgendwas.
der war letztes Jahr schon hier und das Ding war im letzten Jahr, war der noch schwarz. Hier, guck mal, das Lenkrad zum Glück klappt. Wir haben jetzt ein Porsche 748, Digga, 0681, 2349. Die Räder kicken mich so hart. Dass ich auf jeden Fall, ich habe dem Schwede oder Finne, dem habe ich schon bei Insta geschrieben, mit dem muss ich mich nachher mal unterhalten, weil das ist ein sehr heißer Anwärter als Rad für den Ferrari. Da muss ich mal gucken, ich weiß, dass hier wird jetzt so viele abfacken, aber ich mache ja immer so ein bisschen mein Ding, aber das Ding sehe ich schon sehr, sehr, sehr weit in der Favoritenliste. Alter, wir haben hier einen 34er Skyline. Das habe ich noch nie gesehen. Kotflügel vorne, Vollcarbon. Vollcarbon-Ansatz ist in Forged Carbon und geht über in normales Carbon-Gewebe. Und die Motorhaube ist einfach unbehandeltes Carbon, also ohne Klarlack. Alter, also das habe ich noch nie gesehen. Ich finde es zwar nicht so schön, muss ich sagen, aber es ist krass. Das sieht aus, als wäre in der Kiste einfach so Papier runtergefallen. So. Alter, krass. Ja, das muss ich selbst mal abfotografieren. Die haben schon nie gesehen. Das fand ich wieder lustig. Luigi hat sich gestern wieder gefreut in der Story. Einfach ein Ferrari-Bus, Scuderia Ferrari, war Betreuungsbus oder mehr oder weniger ja, von Rubens Barrichello und Michael Schumacher. Alter, da sind auf jeden Fall wieder die Herzschläge direkt Herzfrequenz hochgegangen gestern, also fühle ich. Da haben die sogar noch einen 50er Roller, einen Zweitakter, da auch komplett Ferrari-Edition. Puh, da war's vorbei. Ich bin tatsächlich aktuell schon sehr, sehr, sehr angetan von dem JDM-Game und muss tatsächlich sagen, fühle ich komplett anders. Ne? Also, die Dinger halt einfach so 90er-Flair. Ich habe mir tatsächlich überlegt, nach dem Ferrari will ich mal ein JDM-Projekt machen. Den sich jetzt zum ersten Mal, muss ich sagen, ich glaube, also ohne jetzt Verbreitungs-Bodykit und so, nicht sauberste von der Machart, wie ich gerade unten sehe, zu Seitenschweller unten und Grundschweller, aber Räder zerstören für mich, also mein Leben, ich bin voll drin. Das komplette Auto vom Stance und von der kompletten Optik, muss ich sagen, einer der krassesten RX-7, wo ich bisher für meinen Geschmack her gesehen habe. Und dann noch Flügeltüren. Puh, ciao. Ist halt nicht standesgemäß so, aber Kirmes. Und bei JDM sehe ich sowas von Kirmes. Das Ding 10 von 5 sogar. Ciao, krank. Alter, jetzt nochmal ein 370Z, Alter, mit einer Carbonhaube, die aussieht wie so eine Schlangenhaut oder wie so Bienenwaben. Ey, wenn mal einer weiß, wie das heißt, das Muster, das vom Carbon, würde mich mal interessieren. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Fühle ich auf jeden Fall anders, das Ding mit den Lippen und dem ganzen Kram. Räder, Work. Ja, Meister S1, du machst halt gar nichts falsch, sogar andere Bremse drauf. Das Ding ist cool. Ja, das Ding ist ultra fett. Auch Ducktail und Heckspoiler ist, glaube ich, mir zu viel. Ja. Also nur die Riesentheke, die feiere ich da auf jeden Fall. Also das Ding ist schon geil. Und dann direkt da schon wieder in AE86. Auch komplett Chef, aber sehr, sehr clean halt. Komplett schwarz. Auch mega schön. Alter. Supra MK3, also die beste, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe, MK3. Alter, mehr kannst du gar nicht rausholen. Das Auto ist, finde ich, nicht so sexy wie die MK4, aber das, schau. Guck mal, originales Toyota hat auf Dreiteilung gebaut, aber schön und flach und, Digga, und perfekt gefittet, vorne hinten. Ja. Hier vor allem oben das Kreuz im Targa-Dach, also an Targa-Stelle auch geil. Spoiler finde ich auch perfekt, perfekt. Boah, Digga, komplett holt mich sowas von ab, das Ding, heftig. So, Jungs und Mädels, das war noch lange nicht alles, aber wir müssen das ja alles so ein bisschen im Rahmen halten. Im Background unser Stand jetzt hier auf dem Ultrace. Mega happy, dass wir hier sein dürfen. Mega happy bin ich vor allem, dass der Puma da stehen darf. Also alles in allem ein mega, mega, mega cooles Treffen und muss ich sagen, absolut Nonplusultra Champions League komplett von Europa. Also wenn ihr euch sowas mal angucken wollt,
Also in Deutschland stehen weniger so heftige Autos. Da stehen kranke Autos auf jeden Fall, aber die ganzen Ostautos, die hast du halt nur hier noch drin. Also von daher, Freunde, das war unsere Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Knallt ein Like rein, knallt einen Kommentar rein, wenn ihr Bock drauf habt. Und vor allem wird uns ein Abo mega helfen, um Reichweite noch weiter zu generieren. Von daher, wir haben den letzten Tag noch vor uns. Wir geben Gas. Wir sehen uns nächste Woche. Peace out. Ciao. Switching my gear, yeah. Tell them I'm just getting started. Tell them this year's my year, ayy. Tell them I'm staying right here. Tell them I'm switching my gear, yeah. Tell them I'm just getting started. Tell them this year's my year, ayy. I've been this world since the womb, I'll take the man of the tomb, yeah. Now they all ask what I'm doing, well, you see it soon, say that they know what to do, say I should listen to you, yeah. Y'all don't know what I've been doing, trust me, you don't got a clue. Take the top of my front door. Only fiends coming through the bay. Got my problems, I don't want more. Lead the past up in the past. The way I'm moving need a hard pass. All class with a book bag. In the night with that all black. Hang it up, then no call back. Y'all got time and it's all on my mind, so I tell them I'ma let it out. Yeah, and I got guap, but you know I can't stop, so I tell them I'ma dead it now. Yeah, y'all got green and I got a Swiss cheese, but I'm looking for the cheddar now. That shit was all bad, now I'm coming, they can't last, and this year's looking better now. Tell them I'm staying right here. Tell them I'm switching my gear. Yeah. Tell them I'm just getting started. Tell them this year's my year. Ayy. Tell them I'm staying right here. Tell them I'm switching my gear. Yeah. Tell them I'm just getting started. Tell them this year's my year. Ayy. Tell them that. 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 Yeah. Tell them that. 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 How long was I gone for? Pop more than some popcorn. Gotta drive, can't stop for. All the time, there's no time for it. Blowing up like Lumpur. Crowd wanting that encore. Time for it is what I want.